willkommen zu Manor Lords, der zweiten Serie auf dem Zweikanal. Also auf dem Main Channel läuft ja auch gerade eine Serie. Hier habe ich schon jetzt ein bisschen mehr Ahnung, kann euch ein bisschen mehr zeigen, erklären etc. Und wir werden die Stadt auch komplett anders entwickeln als auf dem Main Kanal. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier mit der ersten Folge. Los geht's. Und damit herzlich willkommen bei Manor Lords. Wir haben eine neue Nachricht. Sieg, Bedingung, Wachstum. Ja, erreicht die Siedlungsstufe große Stadt, um den Sieg zu erringen, aber wir werden ständig angegriffen. Auch in goldene Zeit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in diesem Modus Defense aufbauen und müssen uns regelmäßig verteidigen, müssen auf unser Militär achten. Das wird sehr interessant. Wir bauen auf jeden Fall schon mal, damit irgendwas losgeht. Wie viel Bauholz haben wir? Bauholz haben wir 8. Ich baue schon mal trotzdem ein Holzfällerlager. Ich will mich aber erstmal orientieren, wo wir sind. Wir sind in Zweiau. Das ist interessant. Hier haben wir üppiges Vorkommen, Feldsteinvorkommen, hier Eisenvorkommen, wilde Tiere, Bärenbüsche, großes Vorkommen, was geiles. Gehe ich dann später drauf ein, wenn man was Cooles. Und wir sind da. Okay, alles klar. Ich baue erstmal hier ein Holzfällerlager hin. Machen wir mal ungefähr so. Und ich mache schon mal eine kleine Straßenverbindung. Ja gut, dann gucken wir uns das mal an hier. Das ist nämlich einfach absolut, absolut insane. Und ich werde jetzt aber in dem Modus auf jeden Fall... Da darf ich nicht ganz so entspannt machen. So, ne? Also entspannt im Sinne von... Ich muss halt dann wirklich auch gucken, dass Militär und alles da mitgezogen wird. So, wir haben aktuell haben wir Nahrung für 4 Monate. Brennstoff haben wir keinen Verbrauch. Aber der Winter kommt ja auch irgendwann. Wir haben einen Ochsen. Ey, wisst ihr, was ich gleich mal machen würde? Ich glaube, wir können hier am Anbindebalken können wir gleich einen zweiten Ochsen ordern. Das mache ich gleich mal. Für 20 Münzen. Wir haben aktuell... Wir hatten 50, jetzt haben wir 30. Das können wir einmal alle 30 Tage machen. Bei Ochse ist halt super geil, um... also den brauchen wir halt, um die Baumstämme zu transportieren. Und so kriegen wir halt jetzt die Gebäude viel schneller gebaut, wenn dann 2 Ochsen am Start sind, weil wir dann doppelt so schnell den Transport vollrichten können. So, neue Nachricht, schauen wir mal eben. Räuber in der Nähe. Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande, die in der Nähe durch die Lande zieht. Sollen wir ihre Schritte verfolgen? Das geht jetzt schon los? Okay. Wir werden in 365 Tagen angegriffen. Vielleicht ist es auch sehr schnell vorbei hier, aber für mich ist das halt, ich finde das super geil. Dass wir jetzt Defense aufbauen müssen und so, dass man da wirklich gezwungen wird dazu. So, nee, wir müssten also bald jetzt noch einen zweiten Ochsen kriegen. Was cool ist fürs Bauen. Wir haben aktuell 5 Familien übrigens. Die sind schon fertig, oder? Nee, die warten auf das Holz. Genau, das ist nämlich der Punkt. Die warten auf das Holz und jetzt bauen sie weiter. Jetzt haben wir hier 2. So, ich gebe schon mal noch mehr Gebäude in Auftrag. Ich würde erstmal mich um Essen kümmern. Sammlerhütte. Ich glaube, das war relativ weit weg. Ne, hier. Und das ist übelst cool. Man hat ja in jeder Region hat man eigentlich ähnliche Vorkommen. Also Wildtiere, Eisenvorkommen, Feldsteinvorkommen, Lehmvorkommen und so weiter. Aber es gibt 2 verschiedene Typen. Es gibt quasi den Grundtyp, wilde Tiere oder so, oder Bärenbüsche. Und dann gibt es aber noch welche mit einer Krone obendrauf. Die sind dann üppig. Und üppig bedeutet, dass man dann mindestens doppelt so viel rausbekommt. Teilweise kann man, glaube ich, sogar skillen über den Tree, dass man dann irgendwie unendlich rausbekommt. Zumindest bei Minen geht das, glaube ich. Und das ist halt richtig stark, gerade jetzt bei Bären, weil wir da jetzt sehr gut erstmal an Essen rankommen. Ich würde mal hier irgendwo eine Hütte bauen. Ich schaue nur gerade, dass ich die irgendwo setzen kann, dass wir nicht so viele Bäume... Ne? Wenn ich die hier baue, müssen wir 6 Bäume fällen. Wenn ich die hier baue, müssen wir gar keinen Baum fällen. Bauen wir die mal hier rein. Und eine Jägerhütte können wir dann auch gleich platzieren, aber ich will euch trotzdem so ein bisschen Step-by-Step alles zeigen hier. Deswegen mache ich jetzt nicht zu viel auf einmal, ne? So, ziehen wir mal hier einen Weg lang. So. Ich glaube, ich würde den sogar hier so lang ziehen. Ich glaube, das gefällt mir besser. Mal hier noch mit verbinden. Und dann hier hin. Und dann so. So, Holzfällerlager. Ist jetzt noch keine Familie zugeordnet, aber ich würde schon mal eine einstellen, dass die da schon mal anfangen mit. Danach würde ich, glaube ich, Jäger machen. So kommen wir dann auch an heute ran. Und mal schauen, ey. Ich glaube, ich werde so schnell wie möglich auf Bogenschützen auch gehen.
Also, ne, wir müssen, wir brauchen in einem Jahr brauchen wir irgendwas, dass wir uns verteidigen können. Also, wir brauchen irgendwie eine Armee. Übrigens, wenn hier Büsche im Weg sind, das habe ich auch erst sehr spät rausgefunden. Passt mal auf, und zwar, wir können hier bei Kosmetik, wenn hier irgendwie ein Busch im Weg ist, könnt ihr Buschwerk entfernen machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann auch automatisch dann entfernt wird, wenn man einen Weg baut. Man hat dann nur so zwei, drei Stellen irgendwie, wo da mal so ein bisschen Busch im Weg ist, wenn man da einen Weg lang baut. Aber habe ich rausgefunden, dass das so geht, weil es hat mich immer gestört an dem Dorf, wenn da so ein Busch im Weg war. Das ist so cool gerade, weil so viele Familien gerade mithelfen beim Bauen. Bup, bup. Ich nehme erstmal zwei hier rein. Also wir sehen das hier, Bärenbüche 16 von 128. Wir haben üppiges Vorkommen und es wächst gerade. So, ne? Wenn dann Herbst ist oder so, dann ist da ein roter Pfeil nach unten. Ich glaube wirklich, ich gehe auf Bretter so schnell wie möglich und versuche dann einen Bogner zu machen. Also dass wir irgendwie diesen Bogenschützen haben und mal schauen, ob wir irgendwie noch eine kleine Miliz rankriegen dann zum Verteidigen in einem Jahr. So, als nächstes Jägerlager. So kriegen wir dann noch Tierheude. Hier haben wir Tiere. 10 von 10 sind das immer. Ne, 20 glaube ich sogar, ne? Ja, 19 von 20 gerade. Müssen wir ein bisschen außerhalb von dem roten Kreis bauen, weil sonst würden die Tiere weiterziehen. Machen wir mal hier hin. Und verbinden das jetzt einfach hier mit dem Weg. Das gefällt mir echt gut gerade, die Map hier. Also die Region. Mal so. Also. So, was haben wir jetzt für Probleme? Wir haben nicht genug Stallfläche. Oho, stimmt, wir haben ja nur einen Slot hier. Und ich habe ja einen zweiten Ochsen rangeholt. Ich baue mir noch einen zweiten Anbindebalken. Wir können das später auch upgraden. Aber, das ist bei Logistik, glaube ich. Logistik, Anbindebalken. Kriegen wir noch hier hin. Let's go. Ich mache mal Priorität hoch, dass sie das erstmal fertig bauen. Gebäude ist fertig, Jägerlager. Dann würde ich hier schon mal Jäger einstellen. So. Und das ist ja das Wichtige bei dem Game. Man stellt ja quasi nicht eine einzelne Person ein, sondern man stellt ganze Familien ein. Ja. Und je nachdem, die Familien werden ja teilweise auch größer. Und das ist halt total cool dann teilweise, wenn man da irgendwie zwei, drei Familien eingestellt hat und die sind aber groß, wie viele Leute dann da teilweise arbeiten. Das ist halt total cool. Aber das muss man halt auch erstmal raffen, dass man halt Familien einstellt und nicht einzelne Personen wie in anderen Spielen. So. Ja, die haben übelst gutes Aim, die Jäger. So, hier kriegen wir jetzt, über den Jäger kriegen wir Fleisch und wir kriegen Tierhäute. So. Hier arbeitet jetzt die Familie. Hier ist Heinz und hier ist Barbara. Ne, das ist jetzt eine Familie, die jetzt hier quasi drin ist. Barbara führt gerade den Ochsen, interessanterweise. So, Anbindebalken ist auch gerade ready geworden. Und theoretisch können wir jetzt hier den zweiten Ochsen zuordnen. Wir haben jetzt hier Viehbestand. Hier ist ein Ochse. Und hier ist jetzt der andere Bart Holmes, heißt der. Das ist der hier. Und ihr seht das auch, die arbeiten beide gerade. Also einen zweiten Ochsen holen, wäre ein großer Tipp von mir. Macht das. Macht das für den perfekten Start, Leute. Holt einen zweiten Ochsen, weil ihr baut sehr viel und ihr braucht immer Bauholz und ihr müsst es immer mit den Ochsen transportieren und das geht dann viel, viel schneller dann damit. Theoretisch könnte man sogar über einen dritten nachdenken. Ich denke gerade sehr hart drüber nach. Was kostet der? 20. Wir haben aktuell noch 30. Ich glaube, ich hole da noch einen dritten Ochsen, Alter. So, okay. Packstation brauchen wir jetzt noch nicht. Lagerhaus ist wichtig. Speicher. Jo, jo, jo. Wir müssen uns aber jetzt erstmal angucken, wie hier die Gegebenheiten auf der Map sind. Also, wie die Fruchtbarkeiten sind. Fruchtbarkeit von Weizen. Hier können wir Weizen anbauen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Flachs sieht in der Region allgemein ziemlich schlecht aus. Gerste, das brauchen wir dann für Bier. Sieht auch super schlecht aus. Roggen ist richtig gut. Aber Roggen muss man, glaube ich, skillen, bevor man das anbauen kann. Ich glaube, das ist hier oben. Ne? Also wir haben hier, das ist für Landwirtschaft. Schwerer Flug, da kann man dann Ochsen benutzen, Bäckereien, Dünger, Bewässerung, Roggenanbau. Könnte man echt überlegen, dass wir da mal drauf gehen. Dann könnten wir anstatt Weizen Roggen anbauen, was halt
viel besser wäre, weil die Begebenheiten so schlecht bei uns sind. Und dann könnten wir auf gut Brotproduktion gehen. Aber mal schauen. Hier ist Jagen, Sammeln, hier ist so ein bisschen Militär, ne? Also Rüstung und so. Und hier haben wir ausländische Lieferanten. Das ist alles so Handel, Trading etc. Das ist aber auch noch nicht alles verfügbar jetzt in der Version. Aber da sind schon einige sehr coole Sachen. Also hier können wir auch Rüstungsschmiede machen und so weiter. Plattenrüstung ist hier unten auch schon. Können wir auch überlegen, ob wir erst da drauf gehen. Hier gibt's Gesetze. Ja. So, okay. Ich würde mir jetzt mal ganz kurz angucken wollen. Also interessant ist ja vor allem, wie Weizen ist. Das heißt, hier würde ich mich ein bisschen zurück... Wobei, also... Ja, ich würde trotzdem gucken, dass wir jetzt hier nicht alles zubauen. Darum geht's am Ende nur. Wir müssen jetzt erstmal Höfe bauen und einen Marktplatz und so. Ich sehe gerade, hier haben wir auch Steine. Ich würde die Straße gerne erstmal weiterziehen. Machen wir ganz, ganz smooth. Mit STRG im Ausreit könnt ihr die auch hier, könnt ihr ein bisschen die Härte, den Härtegrad ändern. Ne? Also könnt ihr sehr entspannte Kurven dann machen. Ich bin gerade echt froh, dass ich mittlerweile weiß, wie ich die Büsche wegbekomme. Ich denke mal, irgendwann wird das automatisch passieren. Aber ich baue ja gerade immer durch die Büsche durch hier. So, ich mache mal hier auch einen Weg, der hochgeht. Mach mal so hier. Und ich würde jetzt hier gerne schon die ersten Häuser bauen für die Familien. Logistik, Wohngebäude. Wobei, wartet mal, Brunnen, wie sieht's da aus? Grundwasser. Hier haben wir Grundwasser. Und dann machen wir hier einen Brunnen hin. An der Stelle. Hier kann ich auch ein, zwei Häuser hinsetzen eventuell. Oder wir machen hier einen Brunnen hin. Ne, das gefällt mir besser. Brunnen, machen wir hier. So. Und dann fange ich jetzt hier schon mal an, die ersten Höfe zu platzieren. Und da ist es jetzt immer wichtig, darauf zu achten, dass die Größe so ist, also finde ich zumindest. Wir haben hier drei Symbole. Das hier ist das einfach das Hofsymbol, ne, dass da ein Haus entsteht. Das hier ist das Symbol, dass wir noch ein zweites Gebäude, also noch eine zweite Familie, hinzufügen können. Ja, man kann, also das sind quasi ist eine Extension, also dass man das upgraden kann. Und hier kommt dann immer die Werkstatt hin oder worauf man das Haus spezialisiert. Also, keine Ahnung, Eier. Also Hühner oder Ziegen oder keine Ahnung, der Bogner oder Fallmacher hat dann da seine Werkstatt. Wenn ihr, ich akzeptiere das glaube ich aber schon mal, wenn ihr das nämlich nicht groß genug macht, dann sieht es zum Beispiel so aus. Also hier wird mir ein Gebäude hinbekommen plus eine Werkstatt. Aber kein zweites Gebäude. Ne? Und deswegen, ich mache es halt schon immer gern, dass man irgendwie alles drei immer hat. Tatsächlich. Also zumindest aktuell immer. So, ich würde mal hier gucken. Wenn ich jetzt für eins mache, haut es auch wieder hin. Dann würde ich hier mal noch ein Gebäude hinsetzen. Ich hätte es aber gerne so hier ungefähr. Ich mache wieder nur ein Grundstück. Haben wir auch wieder alles. Wir haben aktuell 5 Familien. Dann würde ich sagen, wir machen mal hier noch eine Straße, die ja so lang geht, als Kreuzung schon mal. Und zumindest hier können wir auf jeden Fall, denke ich, mit gutem Gewissen auch einfach Häuser hinbauen. Hier würde ich dann vielleicht irgendwo den Marktplatz hinsetzen. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall mache ich hier Häuser hin. So, wenn ich jetzt hier wieder Minus mache, reicht nur nicht ganz. So vielleicht. Reicht auch nicht ganz. Okay, wir machen mal so. Jetzt haut's hin. So, jetzt haben wir 4 Grundstücke. Aber wir haben ja 2 Ochsen, also das dürfte ja dann nicht so ewig dauern, bis das fertig ist. Don't forget to check the level of the foundation. Jojo, immer aufpassen beim Bauen. Das will er mir nicht geben. Warum nicht? So, so. Nicht genügend Waren, ja, aber das ist ja okay. So würde gehen, aber dann haben wir nicht die Expansion dabei, wenn wir nicht machen lassen hier. Dann haben wir es auf jeden Fall, denke ich. Jetzt haben wir. Okay. Da haben wir einfach schöne Optionen, das immer weiter abzuquellen. Das finde ich irgendwie ganz cool. So, ja, die bauen immer Stufe 1. Es geht auf jeden Fall Minimum bis Stufe 3. Ob es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ungeschützte Vorräte wären gut, das ist aber jetzt eigentlich nicht so geil. Wir könnten überlegen, schnell einen Speicher zu bauen. Das mache ich auch. Logistik. Speicher. Da können wir Nahrungsmittel lagern. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich den Marktplatz haben will und so. Ich baue den Speicher mal tatsächlich hier hin. So, hier können wir definitiv noch einen Weg durchziehen, denke ich. Das fände ich irgendwie gut.
Und jetzt würde ich gleich noch Lagerhaus, also Speicher kommt die Nahrung rein und Lagerhaus kommen Bretter rein und so ein Stuff. Ich baue es erstmal hier hin. Aber vielleicht mache ich später noch woanders in das Lagerhaus. Und ich mache mal Priorität hoch. Für Speicher, dass die erstmal das fertig bauen. Brauchen wir übrigens 10 Steine, aber am Anfang haben wir ein paar Steine zur Verfügung. 10, um genau zu sein. So, und Lagerhaus machen wir sehr hoch, das sollen sie danach dann fertig bauen. Genau, dann bauen sie jetzt erstmal die Lagerhäuser, den Speicher. Da würde ich dann mal ganz kurz eine Familie einstellen, dass sie den Stuff reinbringen, dann aber wieder rausholen erstmal. Weil wir brauchen, ihr müsst es so sehen, jede Familie, die nicht zugewiesen ist, sind quasi automatisch Bauarbeiter und die transportieren Sachen. Und man muss immer darauf achten, dass man hier eine Familie nicht zugewiesen hat. Ne? Weil sonst wird nicht gebaut. Idealerweise hat man mehr als eine Familie nicht zugewiesen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo rausnehmen können. Wie viel Holz haben wir? 6, nee, die sollen weiter Bäume fällen. Die könnten Bärensammler einen rausnehmen. Bei Nahrung haben wir jetzt schon für 16 Monate. Bärensammler ist hier. Ich nehme mal eine Familie raus. Dass wir eine Bauarbeiterfamilie mehr haben. Dann geht's nämlich schneller. So, Speicher ist voll. Dann würde ich mal ganz kurz eine Familie einstellen. So, und die sammelt jetzt hier die ganze Nahrungsstuff ein. Das kann man auch alles nachvollziehen, ne? Also hier und da fehlen noch irgendwie ein paar Assets und so. Das sieht man, okay, der macht das, aber es fehlt da irgendwie noch, keine Ahnung, mal der Kacheln oder irgendwie, ne? Aber hier seht ihr genau, was wir haben, ne? Das ist unser Brennholz. Hier sind die Steine, die wir haben. Das ist das Brot, was wir haben. Wir haben 15 Brot. Fleisch und Bären sind hier nicht, weil die sind halt noch beim Jäger als auch in der Sammlerhütte, weil wir das bisher noch nicht transportiert haben. Und der wird das jetzt, das Brot, erstmal in den Speicher bringen. So, Familie wünscht sich Marktfläche. Ja, Markt müssen wir sofort gleich machen. Markt ist quasi das Wichtigste im Game eigentlich. Aber ich will euch auch ein bisschen zeigen, ne? Bupp. So, der wird jetzt erstmal das ganze Nahrung und so haut er jetzt hier rein. Und danach müsste er eigentlich zur Jägerhütte und so und da und zur Sammlerhütte und da auch den ganzen Stuff einsammeln. Sobald er damit durch ist, würde ich den gleich dann noch ins Lager reinhauen. Ne? Also hier würde ich, wir haben aktuell nicht die Manpower, dass wir die ganze Zeit einen im Speicher drin haben können. So, jetzt müsste er eigentlich durch den Wald laufen. Wir können auch mit ihm laufen, wenn wir wollen. Und das einfach mal kontrollieren. Gut, dass ich hier die Büsche weggemacht habe, ey. Jetzt müsste er eigentlich zur Sammlerhütte laufen oder zum Jäger und da auch den Stuff einsammeln. Dass das erstmal alles so ein bisschen zentraler ist. Ich bin aber, also ich finde das cool mit dem Rumlaufen, aber ich bin fast ein größerer Fan, die Kinokamera zu benutzen. Also mit STRGC. Ach, guck mal, er geht jetzt schon im Stealth-Modus. Ja, ja gut, aber ich habe die Neger sehr nah ans Wild gebaut. Es wäre witzig, wenn die Tiere wegkämen würden, wenn ich jetzt näher käme. Ich mach mal wieder Kamera. Stopp. So, jetzt wollten wir mal eben gucken. Hier, der Typ muss das jetzt einsammeln. Hier, wo ist der mit dem Karren? Ist ja schon wieder. Der ist schon wieder unterwegs zurück. Ich gehe mal davon aus, dass da jetzt Bären drin sind. Und das sehen wir jetzt aber noch nicht. Moment. Wir können einfach mal hier gucken, jetzt Speicher, damit wir es nachvollziehen können. Wir haben jetzt hier zwei Bären drin im Speicher. Mal gucken, ob das gleich mehr wird. Jetzt haben wir 5 Bären. Also sieht so aus. Das meine ich halt. Ich glaube, dass hier und da fehlen noch die Assets, weil ich denke schon, dass das irgendwann dargestellt wird, dass der auch Bären im Karren hat und so, ne? So, auf jeden Fall sehen wir das jetzt hier. Hier ist Brot, hier sind die Bären. Das ist super geil. So, wenn der nichts mehr zu tun hat, das können wir ja nachvollziehen hier. Wenn er nicht mehr transportiert, nehme ich die Familie raus, hau die noch ins Lagerhaus, dass sie da das Gleiche machen und dann würde ich die aber erstmal wieder andere Sachen machen lassen. Jetzt bauen die plötzlich den Hof, dann macht er erstmal den hier fertig. Da habt ihr schon mehr gemacht. Und ich würde schon mal den Marktplatz erstellen, weil tatsächlich ist der Marktplatz einfach nur ein Feld platzieren. Und der Marktplatz ist übelst insane. Also übelst wichtig und übelst cool. Jetzt überlege ich noch wo. Ich hau jetzt mal Weizen. Also wir bauen jetzt schon ein bisschen da, aber hey, es ist halt hier, ist ein Riesengebiet. Wir müssen nur aufpassen jetzt. Wir sollten uns wirklich eher in die Richtung ausbreiten.
So in die Richtung sollten wir uns ausbreiten. So nach, ich weiß jetzt nicht, welche Himmelsrichtung es ist, aber von hier aus gesehen nach oben. Das machen wir auch. Und hier ist Landwirtschaft. Ey, ich freue mich drauf. Mal gucken, wie das dann aussieht, Alter. Wenn wir da ein bisschen weiter sind. Ich werde hier schon mal so ein bisschen Straße durchziehen. Die können wir ja mal gerade akzeptieren. Ist das jetzt verbunden? Ja, okay, ich muss eben Büsche wegmachen. Ganz ehrlich, normalerweise muss ich das nicht so viel machen, aber ich baue gerade irgendwie immer ständig durch Wald oder so. Und wie gesagt, die Büsche verschwinden noch nicht automatisch. Aber ich finde es gut, dass die dran gedacht haben, da wenigstens was einzubauen, dass man das selber wegmachen kann. Oder das ist mit Absicht so, damit man hier und da mal einen Busch lassen kann. Ich weiß es nicht. Manche finden das ja vielleicht gut. Ich würde am liebsten die Wege jetzt schon mal so platzieren, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können. Also idealerweise, ich kann leider nicht jetzt Straße bauen und das anzeigen lassen. Das geht noch nicht. Das würde ich mir noch wünschen, dass das geht. Dass ich quasi das sehe und währenddessen eine Straße bauen kann. Das wäre cool. Also wir ziehen hier einfach mal so gerade hier durch bis hier hin. Nur damit ich eine Orientierung habe. Dass ich weiß, dort baue ich dann nicht mehr so krass nach unten. Ungefähr bis hierhin. Und dann hier irgendwo müssen wir dann gucken, dass wir dann nach oben gehen, wenn wir hier weiterbauen sollen in die Richtung. Ich mache es mal so. Ist hier irgendwo? Ach hier, guck mal, hier haben wir sogar einen Weg. Dann müsste ich das gleich mal anbinden. So. Dann den Weg werde ich auch schon mal hier mit anbinden. Spätestens wenn dann Händler kommen oder so. Macht das Sinn? Und wir werden uns hier so in diesem Bereich erstmal austoben, was Wohngebäude und alles angeht. Und hier machen wir sehr groß dann Landwirtschaft. Also ich werde wahrscheinlich, weil ich Bock habe, es auszuprobieren, in Zweiau auf Roggen gehen. Können wir hier richtig krass loslegen. Und falls wir zu heftigen Überschuss haben, traden wir. Wir müssen nur gucken, wir werden in 328 Tagen von Banditen angegriffen. Weil wir ja diesen Modus spielen. So, der erste Hof ist übrigens ready. Jetzt nochmal, um das zu erklären. Der ist jetzt Stufe 1. Das sind die Bedürfnisse. Die wollen noch eine Kirche, die wollen Brennstoff, die wollen Lebensmittelstände, Bekleidung. Das hier läuft alles über den Markt. Und wenn wir das alles erfüllen, können wir das auf Haus auf Stufe 2 bringen. Ja. So, und es ist super wichtig, die Zufriedenheit hochzubekommen, über 50% auf jeden Fall erstmal, damit neue Leute einziehen. So, ich baue jetzt erstmal den Marktplatz. Ich mache den erstmal hier hin. Machen wir mal so, so. Die Bäume werden hier nicht bleiben. Verfügbare Marktstandplätze 41, das ist zu viel, so viel brauchen wir nicht. 15, machen wir erstmal einen kleinen. Machen wir erstmal so, aber ich hätte es gerne so hier gebaut. Jetzt haben wir 21 verfügbare Marktstandplätze. So, die Leute, wir haben das jetzt einfach nur definiert, die Leute werden jetzt hier automatisch dann Märkte errichten. Haben wir schon die Brennholzhütte, haben wir noch nicht gebaut, ne? Das ist wichtig. Weil habt ihr ja gesehen, hier Brennstoffstand. Ist auch ein Bedürfnis, ne? Dann auch für den Winter und so. Und das läuft dann jetzt so ab. Grube, Brennholzhütte. So, die bauen wir natürlich jetzt erstmal in die Nähe von dem Holzfällerlager. Das Holzfällerlager können wir bald umverschieben. Das Doofe ist ja auch, die machen ja die Bäume weg von den Tieren. Ich würde sagen, wir fällen erstmal die Bäume hier. Ich mache mal hier die Brennstoffhütte irgendwo hin. Am besten hier oben. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich baue mal den Weg noch weiter. Also man muss am Anfang ein bisschen überlegen, wie man dann alles bauen will. Ich meine, Bäume kann man ja neu forsten. Ich hätte gerne eine Kurve. Moment. So, so. Ja, so ist in Ordnung. Mach mal hier hin. Und ich würde mal Holzfällerhütte erweitert Arbeitsbereich festlegen. Ich finde es blöd, wenn die hier alles fällen. Auch wegen den Tieren. Ich mache mal Arbeitsbereich erstmal so hier. Dass sie die Bäume erstmal fällen. Und es wurde schon der erste Stand eröffnet. Wenn ich mal hier ein paar Büsche weg. Buschwerke entfernen. So. Das ist ein Lebensmittelstand. Der wird höchstwahrscheinlich vom Sammler geführt, oder? Also von der Sammlerfamilie. Nee. Wird's nicht. Weil man hat dann immer so ein Marktstandsymbol. Also man hat das Symbol, aber das ist noch so ein Marktstand daneben. Ich drück mal hier drauf. Personen. Ah, die aus dem Speicher macht das. Die Familie. Die aus dem Essensspeicher. Dann ist das natürlich ganz schön cool. Also die kümmert sich ja um alles, was hier drin ist, tatsächlich. Okay, das ist wild. Ja, dann lasse ich die erstmal drinnen.
Fleisch, Beeren und Brot. Aber es ist halt, wir brauchen eigentlich die Manpower jetzt erstmal für was anderes, ne? Aber ja. Ich sag mal so, hätten wir jetzt nicht den Typen eingestellt für einen Speicher, dann würden die jeweiligen Familien, die den Beruf ausüben, den Marktstand führen, wisst ihr? Dann würde das halt so ablaufen. Deswegen überlege ich gerade, ob ich den trotzdem wieder rausnehme, weil wir jetzt noch nicht so viel Manpower haben. Das ist cool, ey. So, jetzt haben wir hier, ist jetzt das Wildfleisch, hier haben wir das Brot, was wir noch von Anfang an haben. Theoretisch würde ich jetzt auch gleich noch Beeren hinbringen. So, was bringst du jetzt hin? Beeren. Ne? Und das ist jetzt wieder hier die ganze Familie, die für den Speicher verantwortlich ist. Macht das quasi. Ja, ich lass die mal hier drinne. Wir müssen jetzt noch mal gucken. Wir haben jetzt nur eine Bauarbeiterfamilie aktuell. Die bauen jetzt immer noch die Höfe gerade. Ich überlege, ob wir irgendwo noch rausnehmen können. Wir müssen so schnell wie möglich hier über 50% bekommen, weil dann würden wir pro Monat eine Familie dazu gewinnen. Aber wenn jetzt hier die Lebensmittel angeboten wären, und ich schau mal noch eben, dann haben wir hier das schon mal gedeckt, die Zufriedenheit. Wir müssen jetzt nur die Obdachlosigkeit hinbekommen. Vielleicht nur irgendwie eine Kirche bauen, aber wir müssten jetzt relativ schnell über 50% gelangen eigentlich. So, und das nächste, ich würde dann gleich auch noch einen Ochsen holen. Aber die haben erstmal so viel Baustellen, ich lasse die erstmal machen. Wir bauen hier jetzt noch 50%, hier wird gerade fertig gebaut. Brennholz wird es auch fertig. So, aber da ist jetzt das Problem, da haben wir jetzt keine Familie, die sich drum kümmern kann. Aktuell. Weil, wie gesagt, wir haben zu wenig. Mal gucken, ob wir so schon über 50% Zufriedenheit kommen gleich. So, ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Das ist halt cool. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Häuser. Es ist einfach nur eine Familie größer geworden. Das heißt, eine Familie ist effektiver oder man hat mehr Manpower dann, ne, wenn sie einen Beruf ausübt oder so. Und wir haben Siedlungsstufe erhöht von 2 auf. Wir sind jetzt kleines Dorf. So, und wir können jetzt auch skillen. Wir können jetzt auch skillen. Ich bin aber noch unentschlossen. Könnte sogar sein, dass ich sage, wir gehen auf einfache Rüstungsproduktion. Oder wir gehen auf Landwirtschaft, weil ich das irgendwie auch reizend finde. Man kann ja trotzdem Militär pushen. Es könnte sogar Sinn machen, auf Forstwirtschaft zu gehen, weil dann verdoppeln wir die Kapazität aller Beerenbüsche. Und wir haben hier ein üppiges Vorkommen. Dann hätten wir hier 256 Beeren. Ich halte mal noch zurück den Skillpunkt, bis ich noch ein bisschen mehr weiß, wo ich hin möchte. So. Und wir kriegen eine Waffenlieferung. Okay, sehr gut. Eine starke Miliz ist für das Überleben einer jeden Siedlung unerlässlich. Genau. Und wir kriegen jetzt eine Waffenlieferung. Sobald die Siedlung wächst, brauchen wir jedoch mehr Waffen, um alle Menschen auszurüsten, entweder indem wir sie selbst herstellen oder aus anderen Ländern importieren. Und da würde ich auf Bogenschützen gehen, Alter. Da werden dann Bretter produziert, dann machen wir hier einen Bogner und dann werden alle weggeballert mit dem Bogen, die uns angreifen. Oder so. Mal gucken. So, wir haben jetzt theoretisch. Wir haben jetzt eine Lieferung bekommen. Haben wir hier im Lagerhaus. Haben wir 20 Speere und 20 große Schilde. Jetzt gehe ich auf Armee. Neue Einheit erstellen. Speerkämpfer-Miliz. Was haben wir noch hier? Fußsoldaten-Miliz, Stangenwaffen-Miliz und hier sind Bogenschützen. So. Okay. Und die Leute hier, 10 von 36. Also wir haben aktuell 10 Leute, die in Frage kommen. Ja, wir haben 10 Männer. Gesamtbevölkerung, wir haben 5 Familien. Davon 5 Frauen und 10 Männer. Und die 10 Männer, die bedienen sich jetzt quasi hier bei den Waffen. Wir haben aber 20. Bedeutet, die nächsten 10 Männer werden automatisch auch noch da hinzugefügt wahrscheinlich. Und das können wir auch, das können wir wieder nachvollziehen. Die müssen sich jetzt den Stuff eigentlich nach Hause holen. Muss man einfach mal beim Lager. Ja, geguckt. Die Frau hat hier gerade jetzt einen Speer aufgehoben aus dem Lager. So, da haben wir nämlich jetzt schon das erste Militär. Aber ich würde trotzdem versuchen, bis wir angegriffen werden, noch irgendwie auf Bogen zu gehen. Dass wir noch eine. Wobei, wahrscheinlich haben wir nicht genug Leute bis dahin. So, ja, die Frauen, die holen jetzt die Speere für die Familien. Er holten sich selber. Die Schilde müssen sie sich auch noch holen. Bauen die eigentlich gerade? Sind wir mit einem fertig? Ich glaube, wir sind mit einem fertig, ne? Wohngebäude, wir müssen mehr Höfe bauen. Obdachlosigkeit minus 4, das sollte aber bald weniger werden. Wir müssen unbedingt eine Familie dazu bekommen. Ich mache jetzt erstmal noch einen Hof dazu. Wobei hier in die Richtung wollte ich eigentlich nicht weiterbauen. Wir bauen weiter in die Richtung hier irgendwie. Hier ist der Wald. Ich mach's mal hier. Machen wir so, so, so.
Ach, interessant. Schaut mal. Hier kriegen wir sogar alles drei rein und so nicht. Wahrscheinlich liegt das an der Form oder so. Würde ich mal akzeptieren. Ochsen halte ich mich erstmal noch zurück, zwei, noch einen dritten zu holen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal voll drauf, 46% zu erreichen. Und wir haben Brennstoff nur noch für 2 Monate. Okay, und Nahrung 22. Dann müssen wir jetzt mal die Prioritäten ändern. Ich nehme die Sammler raus. Den Jäger raus. Stelle Brennholzhütte, eine Familie ein, vielleicht sogar zwei mal kurz. Ja, nee, die sollen erstmal die Hütten fertig bauen, dann vielleicht noch eine zweite. Wir haben Holz, Bauholz haben wir noch 14. Und die lasse ich jetzt hier drinne, damit zumindest Lebensmittel schon mal gedeckt ist. So, Brennstoff geht zur Neige. Ja, ja, kümmern wir uns jetzt ja drum. So, Brennholzstand ist ready. Genau. Und da müsste sich theoretisch der Brennholz-Dude drum kümmern. Seht ihr auch hier, der hat jetzt hier so einen Marktplatzstand. Symbol. So, Erhard sammelt. Der hat, glaube ich, gerade den Marktstand gebaut. York. Ne, er hat produziert jetzt. York sammelt. Und Dorothea transportiert. Das ist jetzt die ganze Familie, die jetzt hier arbeitet. Und wenn die größer wird, dann produzieren die natürlich Brennholz noch schneller. Oder können wir mehr Pause machen oder so. Und ich könnte sein, dass wir da gleich jetzt noch eine zweite Familie einstellen, dass wir dann genug Brennholz für den Winter haben. Aber das Gute ist, dass wir jetzt noch ein Bedürfnis mehr gedeckt haben. Bald zumindest. Wenn ich jetzt hier auf dem Haus drücke, Brennholzstand, müssten wir hier bald ausgefüllt haben. Und dann sollten wir über 50% kommen. Und sobald wir Zufriedenheit über 50% kommen, ich stelle mal eine zweite Familie ein. Sie mal eben ein bisschen nachziehen. Sobald wir über 50% sind, kommen neue Familien zu uns. Was kostet es eigentlich, wenn wir hier noch ein zweites Gebäude bauen wollen? 2 Holz. Okay, alles klar. Wahrscheinlich würde ich das dann erstmal machen, damit wir größer werden. Also hier das weiter ausbauen, dass da noch Platz für eine weitere Familie ist. Jetzt ist auch keiner mehr obdachlos. Und wir haben sogar Platz für ein, zwei Familien mehr. So, und Brennstoff geht langsam nach oben. 1 Monat jetzt, sollte theoretisch, sollten wir das jetzt easy gedeckt haben. Und Zufriedenheit sollte jetzt über 50% gehen und dann kommen gleich dann weit mehr Leute ins Dorf. Wenn ihr die Zufriedenheit über 75% bekommt übrigens, dann würden 2 Familien pro Monat in euer Dorf kommen. So, wir sind bei 50%. So, und wir bauen auch nichts mehr jetzt, ne? Ich glaube, wir sind mit allem durch. Marktplatz sieht jetzt so hier aus. Hier verkaufen wir Brennholz. Und hier verkaufen wir die Lebensmittel. Ich würde das mal testen. Ich nehme mal aus dem Speicher den Typen raus, weil er macht halt aktuell nichts, außer diesen Stand zu führen. Und stattdessen würde ich bei Bärenbüsche, also den Sammler hier mal einstellen. Oder wisst ihr, was noch effektiver wäre? Ich mache Jägerlager, weil Jägerlager kriegen wir ja nicht nur, da kriegen wir auch Tierhäute. Ist das ein Bedürfnis? Leder ist ein Bedürfnis. Okay, nee, dann brauchen wir erst noch einen, muss gucken, Gerber, glaube ich, oder so. Ich würde es aber mal so lassen, weil der Jäger kann ja auch Lebensmittel anbieten. Und ich, den einen, den wir jetzt gerade über haben, den nutzen wir jetzt weiter fürs Bauen. Muss ich noch schauen, haben wir noch Steine, haben wir noch 10. Wir könnten noch eine Holzkirche bauen, dafür bauen wir aber Bretter. Aber Bretter wollten wir ja sowieso jetzt früh anfangen, weil wir auch Bögen herstellen wollen sehr bald. Eine Kirche würde sehr viel bringen. Ich werde mich jetzt erstmal auf Bretter konzentrieren. Gebäude, ich muss bei Sammeln schauen. Hier ist Bretter, Sägekugel, genau. Dann bauen wir die erstmal, ich baue den erstmal hier hin. Wir machen uns dann mal Gedanken, wo wir uns dann weiter ausbreiten wegen Bäume fällen. So, Sägegrube ist ready. Jetzt müssen wir noch schauen. Wir können eine Baureserve einstellen. Ich hätte gerne Minimum immer so 15 Bauholz über. Und den Rest, was überschüssig ist, mach da gerne mal Bretter draus. Keine nicht zugewiesene Familie als Ochsenknecht. Ja, dafür haben wir jetzt gerade keinen Platz. Solange kümmern sich aber die Bauarbeiter, die bedienen sich dann einfach bei den Ochsen, solange wir keinen Ochsenknecht haben.
Und wir sollten mal ganz kurz jemand im Lagerhaus einstellen, dass er die Sachen da mal reinholt und einsammelt. Da müssen wir jetzt noch gucken, wo wir einen rausnehmen können. Ich denke, Brennholz ist jetzt gut, ne? Brennholz hält jetzt 4 Monate. Ich nehme mal einen raus wieder. Das dürfte der jetzt gedeckt bekommen. Und dann machen wir Lagerhaus einen rein. Der sollte jetzt alles einsammeln und ins Lagerhaus bringen, rein theoretisch. Und dann würde ich ihn später hier aber wieder rausnehmen und dann wahrscheinlich Bärensammler oder Förster. Förster wäre auch cool. Dadurch, dass... Ich will halt hier nicht alles wegfällen. Wobei, hier dürfen wir wahrscheinlich sogar wegfällen. Wir müssen nur bei den Tieren aufpassen. Weil ich glaube, die würden weiterziehen, wenn wir die Bäume wegmachen. Arbeitsbereich. Also wir dürfen wahrscheinlich so ungefähr machen. Das dürfen wir wahrscheinlich auch noch fällen dann. Ich sehe auch gerade, wir können sogar Holzfällerlager dauerhaft ein Tier zuweisen. Solange wir jetzt nichts bauen, mache ich das mal. Das können wir beim Brettern übrigens auch machen. Erweitert, hier können wir dauerhaft auch einen Ochsen zuweisen. Aber den einen hätte ich jetzt gerne immer über, falls wir irgendwas bauen. Come on, Lady. Come on. Ich überlege gerade echt, ob ein Forsthaus nicht ganz geil wäre erstmal. Dass wir hier so noch eine Straße lang machen und dann hier das Forsthaus hin und dann, dass der hier immer erstmal wieder aufforstet. Weil sonst muss ich ja die Gebäude umverschieben, da habe ich nicht so Bock drauf eigentlich jetzt. Ich mach mal so. Und schau mal, ob ich den jetzt hier noch hinbekomme. Ja, gehen wir hier hin. So. Ich würde es aber schon gerne jetzt gleich noch den Weg hier so weiterziehen. Und hier bauen wir wahrscheinlich früher oder später auch noch irgendwas hin. Ich verbinde es erstmal irgendwie. So, kriegen wir schon Bretter rein? Wir haben schon 5 Bretter. Wir können auf jeden Fall bald die Kirche bauen. So, und ihr seht das hier. Guckt mal. Jetzt haben wir hier schon 10 Steine, Brennholz, heute transportiert. Und die transportieren alle jetzt Stuff. Also vor allem alles, was im ehemaligen Lager rumlag. Ah, das haben die alle schon eingesammelt. Ja? Krass. Das ging jetzt sehr schnell. Aber die schnappen sich auch so noch mehr Stuff. Das kann man ja hier nachvollziehen. Person. Er ist zu Hause. Er sammelt gerade Brennholz ein. Und sie holt die Bretter. Ah, ist das gut, ey. Also auch wie das animiert ist, wie sie die Bretter aufhebt. Das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. So, sobald ich sehe, dass sie überall wartet steht, würde ich die aber wahrscheinlich erstmal wieder rausnehmen. Zufriedenheit ist bei 52%. Okay, ich würde gerne dann erstmal die Kirche bauen, um die Zufriedenheit noch weiter nach oben zu bekommen. Wir brauchen noch ein paar Bretter, noch 10 Stück. So, wir haben 25 Bretter, Leute. Können die Holzkirche bauen. Also, wir wollten uns ja jetzt eigentlich nicht weiter nach Süden ausbreiten. Hier ist der Marktplatz. Hier müssen wir ein paar Bäume entfernen, wenn wir die hinsetzen. Aber ich finde es halt immer ganz cool, die Kirche sollte ja schon zentral sein. Sie wird früher oder später zentral sein, wenn ich sie ungefähr hier hinsetze. Machen wir mal so. Jetzt wirkt es noch so ein bisschen abseits, aber ja. So, so. Ich denke in die Zukunft, Leute. So, und jetzt brauchen wir natürlich wieder eine Bauarbeiterfamilie. Das heißt, wie sieht's aus bei euch? Macht ihr noch 4 im Speicher? Wartet. Ich nehme die jetzt erstmal wieder raus hier. So, die sollen jetzt aber erstmal die Kirche bauen. Und dann haben wir Zufriedenheit safe. Also jetzt haben wir auch wieder 52%. Aber dann soll das safe nach oben gehen. Forsthaus ist auch ready. Also, guckt euch das mal an, Alter. Das ist doch krank, oder? Neue Familie ist eingezogen. Let's go. Und das ist jetzt so cool, weil wir haben jetzt einfach doppelt so viele Bauarbeiter gerade. Also jetzt, das macht so viel aus, ne? Ich lasse auch die neue Familie direkt... Moment, wir schauen mal eben. Hier ist sogar ein neues Familienmitglied eingezogen in die Familie. Das sind jetzt 2. Okay, da war jemand alleine. Hat wahrscheinlich erstmal abgecheckt, so wie es hier so ist, und festgestellt, ey, hier, die bauen hier gerade eine Kirche und das wird hier richtig schön und so. Und hat dann noch seine Frau rangeholt oder sowas. Hat das mal abgecheckt. Und hier ist eine neue Familie eingezogen. Der Ditz und Weid. Ehemann? Ah, Ehemann und Sohn. Okay, dann, ich denke mal, dass hier auch irgendwann die Frau nachkommt, ne, wenn die hier zufrieden sind. So, und die sind nicht zugewiesen, drum
Die ruhen sich erstmal aus zu Hause, macht Sinn, weil die wahrscheinlich viel gelaufen sind, und dann würden die bei den Bauarbeiten automatisch helfen für die Kirche. Und dann können wir denen zuordnen, sagen wir mal, dass die sich dann um Forsthaus kümmern oder so, je nachdem, was wir brauchen. Ja. Und so cool, dass wir hier direkt Steine haben. Wir haben hier sogar ein üppiges Steinvorkommen. Was sehr geil ist. Aber mit der zweiten Familie sollte die Kirche relativ schnell fertig werden. Wenn ihr Tab drückt, ne, dann habt ihr immer so eine Übersicht hier. Hier seht ihr zum Beispiel, wie viele Familien hier wohnen, was noch die Bedürfnisse sind, ne? Also Klamotten oder Leder und so, und Kirsche wollen sie noch haben. Hier seht ihr auch prozentual, wie weit der Bauprozess fortgeschritten ist. Also gerade später, wenn ihr viele Gebäude habt, ist es unerlässlich, damit Tab zu arbeiten. Drei Steine müssen sie noch hinbringen. Ach, Steine haben wir ja genug gehabt, ne? Ziemlich sicher. 92%. Bumm. Kirche fertig. So. Das Wichtigste, Glockensound. Ich nehme den. Ich werde jetzt aber erstmal niemanden einstellen dafür. Die Glocke kriegen sie auch so geläutet. Okay, jetzt müsste die Zufriedenheit übelst nach oben gehen, also übelst gepusht werden. Wir müssen uns jetzt nur noch um Bekleidung kümmern, also nicht mehr um Bekleidung direkt, sondern um Leinen, Leder oder Garn. Und wir haben ja einen Jäger und dadurch kriegen wir ja schon Tierhäute ran. Ja, wir haben 18 Häute und die können wir umwandeln in Leder. Und dann hätten wir alle Bedürfnisse erfüllt und dann könnten wir theoretisch die Gebäude verbessern auf Stufe 2. Wir können übrigens hier am Hof auch Spezialisierungen machen, Gemüsegarten, Hühnerstall, Ziegenstall, aber... Wir können höchstens Ziegen machen für mehr Tierhäute vielleicht, aber ansonsten Nahrung, brauchen wir erstmal nicht. Also Nahrung, wir schwimmen in Bären, ne? Das hält für 18 Monate und die Vielfalt ist jetzt noch ausreichend, jetzt am Anfang. Weberei machen wir nicht, wir machen Gerberei. Und dann können wir die Häute in Leder umwandeln und dann haben wir alle Bedürfnisse erfüllt, wenn wir das machen. So, der Jäger hängt ja hier ab. Das würde also Sinn machen, das Gebäude auch hier irgendwie hinzusetzen. Dann mache ich das auch mal. Hier. Der Jäger. Ich würde mal hier noch so einen Weg durchziehen, irgendwie, dass die hier noch ein bisschen direkt hinkommen. Hier vielleicht, wo hier so die Grenze zum Wald ist. So. Dass sie da ein bisschen direkt hinkommen. So vielleicht. Bisschen smoother. STRG-Mausrad. Könnt ihr die Kurve ein bisschen ändern? Nochmal so. So, wir haben noch einen Wohnraum frei für eine Familie. Wir haben jetzt aber zwei Bauarbeiter über, darum würde ich jetzt das schon mal nutzen, um Wohnraum zu erweitern. Darum habe ich ja vorhin darauf geachtet, dass die Gebiete groß genug sind. Hopp. Und dann können wir uns das jetzt angucken. Theoretisch müssten die jetzt gleich das vergrößern. Ich überlege, ob ich noch einen Ochsen holen will. Ein Ochse, der ist ja jetzt immer beim Holzfällerlager. Der Weid, der wartet gerade, der macht nichts. Fällen die nichts mehr? Haben die alle Bäume schon wieder gefällt, die in dem Bereich sind? Ich denke fast. Ich glaube, wir müssen echt mit dem Förster jetzt langsam mal starten. Gerberei, Forsthaus. Familie zuweisen. Wir brauchen hier einen Förster. Weil hier will ich nicht wegmachen. Wir könnten auch sagen, dass wir das alles hier rüberziehen und erstmal die Wälder platt machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich versuche es erstmal über den Förster zu lösen. Mal gucken, wie schnell der ist. Ansonsten machen wir erstmal hier alles platt. Aber das ist halt dann schon ein ganz schöner Weg, den die dann zurücklegen müssen. So, Person. Förster könnt ihr übrigens auch einstellen, den Arbeitsbereich, wo er das machen soll. Aber, ja, ich mach mal so. Erstmal mal gucken, wie lange das dauert, bis hier was wächst. Wir haben wie viel Holz noch? Wir haben 19 Bauholz. Wir haben sehr viel Bretter. Die ballern, die kosten gerade sehr viel Bauholz. Ich würde mal die Bretterproduktion einstellen, dann hätten wir wieder einen mehr. Das wäre mir eigentlich ganz gut gefallen. Sammeln wir noch Beeren? Nee. Übrigens, Wildbeuter, Hütter könnt ihr upgraden, dass wir Kräuter bekommen. Einen Kräutergarten können wir anlegen für zwei Bretter. Kostet aber auch 25 Vermögen. Dafür würde ich dann lieber noch einen Ochsen holen. Und es ist wieder eine neue Familie angezogen. Also das läuft jetzt. Das Dorf, das performt. Das läuft jetzt gut. Ich würde das hier gleich auch mal machen, Wohnraum erweitern. Wir können theoretisch hier auch irgendwie einen Stall draus machen. Ah, dafür brauchen wir auch Bretter. Ich mache mal aus dem an der Bindebalken einen Stall. Und aus dem auch. Und dann hole ich, glaube ich, dann noch einen dritten Ochsen, ey. Ich bin der Meinung, jeder Dorfbewohner sollte einen Ochsen haben. Nee, nicht ganz so krass vielleicht, aber ja. Ochsen sind super mächtig.
Weil man halt für alles Bauholz braucht. So, das ging schnell. jetzt können hier zwei Familien wohnen, weil die das Ding genau aufgebaut haben. Eins von zwei. Ne? Und auch wenn ihr Tab drückt, seht ihr das auch. Hier wohnt jetzt eine Familie. Ja, okay, nee, ihr seht aber nicht, wie viele drinnen wohnen dürfen. Ja, aber hier durch das Haus. Lass mal das. So, die bauen noch den Stall. Gucken wir uns auch eben an. Der Stall ist fertig. Weiteren Ochsenordern. So, Gebäudeverbesserung abgeschlossen. Das heißt, hier kann jetzt auch eine zweite Familie wohnen. Und seht ihr auch hier, wir haben jetzt Wohnraum für 9 und wir sind bei 7. Ich mach das mal überall. Erstmal, wir werden jetzt relativ schnell wahrscheinlich wachsen. So, Brennstoff 4 Monate, Nahrung 16 Monate. Da muss man ja gucken, ne, Brennstoff könnte man dann auch überlegen, mal auf 2 Familien zu gehen, dass die ein bisschen nachziehen. Wenn ihr T drückt, kommt er wieder zurück zum Dorf, weil man verliert sich hier sehr schnell in der Landschaft. Das kann sehr schnell passieren. Was ich euch auch mal kurz noch zeigen will, ihr könnt dann später auch... Also man kann auch Söldner anheuern, ne? Ich glaube, einmal pro Monat kommt immer so eine Meldung. Und dann kann man monatlich, muss man Vermögen ausgeben und so lange kann man die dann haben. Also wir können uns zum Beispiel jetzt für 15 Münzen für einen Monat die einheimischen Sträuche dazu holen. Wir sollten eventuell darüber nachdenken, das sogar zu machen, wenn wir dann von den Banditen geradet werden. In 200 Tagen. Je nachdem, ob wir dann vielleicht schon irgendwie, wie groß unsere Armee ist dann. So, wir haben jetzt Wohnraum für 12, ne? Also die haben ja überall, haben die jetzt hier noch so kleine Hütten gebaut, wo noch eine zweite Familie wohnen kann. Was sehr cool ist. Ziel ist jetzt eigentlich erstmal, die Häuser alle auf Stufe 2 zu pushen, weil wir dann auch endlich Steuereinnahmen bekommen. Hier steht es auch, Hofstätten der Stufe 2 generieren ein Regionsvermögen pro Monat und Familie. Und Regionsvermögen ist unfassbar wichtig. Also für Traden, aber vor allem für die Höfe. Also hierfür. Für die ganzen Erweiterungen braucht ihr Geld. Ich überlege jetzt nur, wenn jetzt hier alles gedeckt ist, spätestens wenn wir hier noch, hier beim Gerber, wenn wir dann noch Kleidung machen, oder Leder, kriegen wir dann die, das will ich jetzt mal ausprobieren, kriegen wir dann die Zufriedenheit kurzzeitig über 75%, weil das würde bedeuten, dass wir erstmal Einwohner pushen könnten, weil ab 75% kriegt man 2 Familien pro Monat, das will ich mal eben ausprobieren. So, Gerberei ist ready. Familie rein. Eine haben wir noch, die Bauarbeiten macht. Wobei wir, doch, die bauen sogar noch hier rechts. Da bauen sie noch ein zweites Gebäude drauf. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch Leder. Ja, dann sind die 100% gedeckt. Die Bedürfnisse. Das ist abgefahren. Selbst das Bäumefällen sieht besser aus als in so manchen Survival Games oder so. Oh, aber eigentlich mag ich die Bäume hier. Fäll den mal bitte nicht. Den Baum würde ich vielleicht sogar echt gerne lassen, weil ich den schön finde. Mit seiner Lager. Man muss Prioritäten setzen, Leute. Erweitert. Arbeitsbereich festlegen. Ey, es ist alles weg. Dann fällt mal hier unten. Wie gesagt, hier will ich erstmal nicht. Wir könnten halt hier auch sagen... Ach, das nimmt sich jetzt nicht, ob wir jetzt hier fällen oder hier fällen. Ich meine, wir haben Ochsenader. Wir haben Ochsen, wir sollten einfach noch jetzt einen Ochsen wieder fest zuordnen und dann müssen wir den Förster halt machen lassen. Nochmal so und vielleicht noch eine direkte, ich will das schon weiter, dann noch eine direkte Verbindung. Von hier verbinden das hier so mit dem Weg. Und hier könnte man auch noch überlegen. Also wir könnten theoretisch das Holzfäller Lager auch umverschieben. Das würde auch gehen. Ich lasse das jetzt erstmal hier. So, Viehbestand. Ich würde mal wieder einen Ochsen zuordnen. Weil das jetzt schon weiter weg ist, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Aber ihr seht, also selbst die helfen ja trotzdem die ganze Zeit mit. Ne? Die Ochsen, die frei sind. Das sind wahrscheinlich dann die Bauarbeiter für mich, die da helfen. Ich weiß es nicht.
So, der holt jetzt die Tierhäute. Wichtig ist, dass der Jäger jetzt die ganze Zeit durchläuft und dann muss man gucken, falls wir nicht hinterherkommen mit dem Jäger, müssen wir dann uns um Ziegen kümmern. In den Höfen jeweils. Aber ich glaube, einen Jäger habe ich eingestellt, ne? Ja, eins von zwei und 10 Tiere sind da. Das kann man übrigens auch einstellen. Hunting Limit, ab wann die wieder jagen sollen, ist jetzt 10 eingestellt. Ich mache mal 12. Vielleicht pflanzen die sich dann schneller fort. So, und theoretisch müsste jetzt hier bald ein Marktstand entstehen von dem Gerber. Und dann wird auch das hier gedeckt, ne? Dass die Leder bekommen. Und dann können wir theoretisch auf Stufe 2 gehen. Aber davor würde ich nochmal testen, wenn das gedeckt ist, ob die Zufriedenheit vielleicht sogar auf 75% gehen könnte. Ah, habt ihr gesehen, Begleitungsstand ist ready. Hier ist Brennholz. Hier ist ein Lebensmittel. Hier, das ist vom Gerber. Der Marktstand. Okay. Ja, er will unbedingt sein Brennholz loswerden, alle. So, Brennstoff reicht noch für 4 Monate. Ich meine, wir bauen ja gerade nichts. Und wir haben eigentlich auch genug Platz für Familien gerade. Dementsprechend würde ich mal Brennholzhütte 2 Leute einstellen, dass wir die Brennstoffvorräte mal noch ein bisschen höher bekommen. Wir haben 24 Bauholz und 36 Bretter. Dann lasse ich jetzt noch ein bisschen laufen und gucke mal wegen Zufriedenheit, wie die sich entwickelt. Und ansonsten gehen wir jetzt bald auf Stufe 2. Aber das ist auf jeden Fall erstmal ein sehr guter Start gewesen. So, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Start. Ey, am Anfang einfach Ochsen ranholen. Super gut. Ne? Also noch einen zweiten erstmal. Und dann erstmal gucken, Zufriedenheit auf Minimum 50% zu pushen. Und dann läuft das. Alles klar, das war's mit der ersten Folge. Denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback, ne? Support wäre übelst nice. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, ne? Wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, im nächsten Video, sei es jetzt hier oder auf dem Main Channel. Ja, macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.